Wir sehen bei allen Tarifkürzungen, die jetzt in den wesentlichen europäischen Märkten angestrebt worden sind, einen ganz klaren Trend hin zu Dachanlagen. Insofern begrüßen wir diesen Trend natürlich. In Deutschland gab es die Diskussion schon seit einiger Zeit, dass eben Freiflächenanlagen nicht mehr ganz so stark gefördert werden, während Dachanlagen weiterhin attraktive Förderungen erhalten. In Italien ist das jetzt noch viel drastischer ausgeprägt gewesen. Das ist also sehr in unserem Sinne gewesen, dass Dachanlagen, insbesondere mit Modulen aus europäischer Fertigung, dachintegrierte Systeme, alle besonders gefördert werden. Das spielt natürlich in unsere Karten und wir erwarten daher eine deutlich positive Entwicklung sowohl in Deutschland als auch auf dem italienischen Markt für Dachanlagen. Mit welcher Strategie reagieren Sie auf den Preisdruck, der durch die Tarifkürzungen entstanden ist? Naja, Preisdruck ist nicht immer nur schlecht. Der Preisdruck entsteht dann, wenn es Überkapazitäten im Markt gibt. Und das ist ein Szenario, das wir gerade sehen. Die Centro Solar profitiert von Überkapazitäten im Markt, denn wir kaufen von unsere Solarzellen am sogenannten Spotmarkt ein. Das heißt, wir haben keine langfristigen Einkaufsverbindlichkeiten oder Verpflichtungen und können uns somit eben mit sehr, sehr günstigen Zellen eindecken. Durch unser sehr starkes Vertriebsnetz haben wir auf der anderen Seite aber Vorteile gegenüber unseren Wettbewerbern, diese Module, die wir daraus produzieren, dann auch am Markt zu platzieren. Und deswegen ist für uns eigentlich ein Szenario mit Überkapazitäten im Markt eher positiv zu sehen. Die Dominanz der Solarhersteller aus Asien nimmt weiter zu. Bleibt da für deutsche Unternehmen nur noch die Flucht in die Nische oder unter das Dach eines Großkonzerns? Oder welche Perspektive sehen Sie? Nein, also so ganz pauschal, finde ich, kann man diese Frage gar nicht beantworten, denn da muss man sich die verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette anschauen. Man muss bedenken, dass die Transportkosten für Module relativ hoch sind. Ich erwarte damit, dass eben auch viele der Modulproduzenten aus Asien beginnen, regional zu produzieren, also in Europa zu produzieren und durchaus sich dann in Europa zu positionieren. Der Standort Europa ist nicht unbedingt ein Nachteil. Der ist ein Nachteil, wenn man vielleicht Zellen produziert, die einen hohen Wert und relativ geringe Transportkosten haben. Bei Modulen sieht das etwas anders aus. Sie sind sehr teuer im Transport. Sie wollen in einem Markt, der jetzt relativ dynamische Preisentwicklungen hat, nicht Module 6 Wochen am Schiff haben. Also insofern hat der europäische Standort durchaus noch einen attraktiven Aspekt. Wenn europäische Unternehmen sich schwer tun, dann liegt das eben nicht am Standort, sondern eher daran, dass sie vielleicht es versäumt haben, in der Vergangenheit stark ihre Kosten anzuschauen, zu optimieren. Das ist etwas, was die Centro Solar schon 2008 begonnen hat, als jeder noch irgendwie sich im Hype von Spanien wohlgefühlt hat. Wir sind sehr gut von der Kostenposition und Qualitätsposition aufgestellt und fürchten daher nicht allzu sehr die Konkurrenz aus China. Dr. Thomas Kneip, Vice President Finance and Strategy der Centro Solar AG, vielen Dank für das Gespräch.